Weißt du schon, was du nach der Schule machen möchtest? Ja, nein, vielleicht? Mein Name ist Konstantin und ich stelle euch heute den Ausbildungsberuf zum Personaldienstleistungskaufmann hier in der ZGAST in Ansbach vor. Was das genau ist und was die hier so machen, das zeige ich euch heute einfach mal. Da bist. Hallo, ich würde mich gerne etwas über die Ausbildungsstelle bei der ZGAST informieren. Ja, gerne. Komm, nimm Platz. Dankeschön. Okay, Konstantin, was möchtest du denn über die ZGAST wissen? Also zuallererst, was ist die ZGAST überhaupt und was macht sie eigentlich so? Okay, also ZGAST steht zuerst einmal für Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle. Wir sind eine Abteilung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und sorgen dafür, dass die ungefähr 29.000 Mitarbeitenden pünktlich ihr richtiges Gehalt bekommen. Dann ist die ZGAST ja wirklich für eine Menge von Menschen zuständig. Ja, und zwar aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Wir haben Erzieher und Kinderpflegerinnen, wir haben Kirchenmusiker, Architekten, Sekretärinnen, Verwaltungskräfte und vieles mehr. Also als Personaldienstleistungskaufmann lernt man also alles rund um die Gehaltsabrechnung, oder? Ja, genau. Und dabei geht es viel um rechtliche Themen, um Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Aber auch der Spaß am Umgang mit Zahlen ist wichtig, weil es um Gehälter und um Geld geht. Das ist aber noch nicht alles. Wir arbeiten eng mit den Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungseinrichtungen zusammen, die für die sogenannte Personaladministration zuständig sind. Das heißt, für das Einstellen von Mitarbeitern, das Arbeitsverträge schreiben, das Zeugnisse schreiben und alles, was die Belange der Mitarbeitenden betrifft. Zusammen sind wir für die sogenannte Personalarbeit zuständig. Und das alles lernt man beim Personaldienstleistungskaufmann. In der Theorie klingt das ja schon alles ziemlich cool und interessant. Aber könnte ich mir das vielleicht mal etwas genauer anschauen? Ja, klar, gerne. Da schauen wir mal bei einer Kollegin vorbei. So, Konstantin. Jetzt erfassen wir mal hier im PO. Wie gibst du 20 ein? 20. Vielleicht findet man jemanden. Einfach nur auf Neu klicken und das war's dann schon. Und dann darfst du hier oben auf das zweite Symbol gehen. Okay, Jasmin, jetzt würde ich aber gerne noch wissen, zu wem passt die Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann und warum sollte man sich bei euch bewerben? Die Ausbildung ist was für dich, wenn du gerne mit Zahlen umgehst und dich für aktuelle Gesetze und das Tarifrecht interessierst. Du lernst die allgemeine Personaladministration kennen, von A wie Arbeitsverträge erstellen bis Z wie Zeugnisse schreiben. Wir bieten hier einen modernen Arbeitsplatz, wie du siehst, attraktive Vergütung und was auch wichtig ist, sehr gute Übernahmechancen nach deiner Ausbildung. Und durch deine Arbeit hier bist du Teil einer Organisation, die sich für Solidarität, Nächstenliebe und Toleranz einsetzt und Dienstleistungen für Menschen erbringt, die sich engagieren. Bei uns hast du auch flexible Arbeitszeiten sowie freie Tage am Buß- und Bettag, Heiligabend und Silvester. Vielen Dank, das war auf jeden Fall sehr interessant. Kein Problem, Konstantin, sehr schön, mich hat es gefreut, dass du da warst. Ciao. Konstantin, schön, dass du da warst. Freut mich. Tschüss, schönen Feierabend. So, das war mein Tag heute hier bei der ZGAST in Ansbach. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und wenn auch du dich jetzt für eine Ausbildungsstelle zum Personaldienstleistungskaufmann interessierst, solltest du dich hier unbedingt bewerben. Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung und ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ciao!